Ja, willkommen in der kleinen Kellerwerkstatt zu den News im Dezember 2022. Es gibt einiges Neues, es gibt Dinge von rückwärts zu berichten und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, beginnen möchte ich natürlich mit meinen Abonnenten, denen ich danken möchte. Ich habe ganz viele Abonnenten seit dem 1. Februar diesen Jahres, bin ich ja dabei. Ganz viele Abonnenten, die mich schon lange, also über ein halbes Jahr, begleiten und mir immer auch nette Kommentare schreiben. Und ja, ganz, ganz viele herzlichen Dank euch dafür und natürlich aber auch allen neuen Abonnenten. Allen neuen Abonnenten, die daran interessiert ist, was ich denn hier so treibe auf meinem Kanal. Was ich so baue und mache und tue. Euch auch herzlichen Dank. Ich will ganz kurz zurückblicken. In meinen letzten News habe ich angekündigt, wöchentlich ein YouTube-Video online zu stellen. Das ist mir nicht gelungen. Das wird mir wohl auch in Zukunft nicht gelingen. Dass, wenn ich das realistisch sehe und auch ein ganz klein wenig Qualität reinbringen will, also nicht nur sowas hinhauen will, dann brauche ich manchmal länger. Manchmal geht es schneller, manchmal braucht es auch etwas mehr Zeit. Und die Zeit muss auch sein. Ich will mich dafür entschuldigen, dass das nicht so in der kurzen Folge gehen konnte. Kommen viele Dinge auf einen zu, die dann auch bewältigt werden muss und müssen. Und YouTube ist halt nicht alleine in meinem Leben. Auch wenn es mein Hobby ist und ich auch nicht mehr im Arbeitsprozess stehe, also eigentlich Zeit hätte. Aber nun ja, trotzdem, es ist so, dass das eben nur in einer bestimmten Taktrate geht, wenn man ehrlich ist und auch etwas bieten will. Ja, leider muss ich noch etwas Unschönes bekannt geben. Ich hatte ja angekündigt im letzten News-Video, dass ich diese Bandsäge hier erweitern will. Das will ich noch immer. Aber leider hat das mit der Firma HEMA nicht geklappt. Die Firma HEMA, die hier der Hersteller ist, mit denen hatte ich ja Kontakt aufgenommen. Die waren anfangs ganz angetan davon, dass ich die alte Maschine noch aufarbeiten will. Ja, aber ich kann es ja kurz machen. Ich wollte hier einen Längsanschlag, der hier fehlt, haben. Den gibt es noch, kann man noch bekommen. Und ich wollte hier eine untere Bandführung installieren. Die gibt es bei der Maschine noch nicht. Ja, beides zusammen hätte, ich sage das jetzt mal ganz offen, hätte über 600 Euro gekostet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als privater Hobby Heimwerker ist mir das zu viel. Das will ich nicht ausgeben und ja, das kann ich auch nicht ausgeben. Und ja, ich werde aber trotzdem natürlich hier einen Längsanschlag dran bauen, vermutlich selbst gebaut aus Aluminiumprofilen. Und für die Bandführung unten wird man sicherlich auch was einfallen. Da habt ihr auch andere, haben ja andere YouTube-Kollegen auch das eine oder andere schon hinbekommen. Mir wird da auch was einfallen. So ganz schnell wird das jetzt mit der Bandsäge nicht gehen. Die muss ich leider mal an die Seite schieben. Was auch ein wenig aufgeschoben werden muss, ist der Umbau dieser Werkstatt hier. Das soll ja beginnen mit einem neuen Boden, um dann hier auch alles neu zu positionieren. Dazu müssen natürlich Steckdosen verlegt werden. Die Beleuchtung muss ich nochmal überdenken, ob die dann richtig ist. Das wird vermutlich auch erst ganz bestimmt nicht in diesem Jahr mehr passieren. Im Januar, vermutlich Februar wird das dann soweit sein. Ich muss die Materialien dann auch alle haben, damit ich das dann auch zügig umsetzen kann. Ja, aber es wird gemacht. Die Werkstatt wird umgeändert, auch optisch verändert. Dann habe ich auch einen Neuzugang. Hier steht er. Der Uli von Ulis Blickwinkel hat vor einem Jahr ungefähr ein Video gemacht zur Sicherheit in Werkstätten und speziell zur Sicherheit gegen Brand. Und hatte jemand auch da in seinem Kanal, in seiner Werkstatt, jemanden, der sich mit den Dingen sehr gut auskennt. Und daran habe ich mich orientiert und habe mir jetzt einen Schaumfeuerlöscher sozusagen gekauft. Dem Uli sei Dank für sein Video. Und dieser Schaumfeuerlöscher, der soll dann da vorne hin. Vielleicht noch für euch als Tipp, wenn ihr sowas macht, guckt bei dem Uli mal nach, Ulis Blickwinkel. Beziehungsweise, was er nicht machen dürft, das kann ich so sagen, ist einen
einen Pulverlöscher zu installieren. Es muss ein Schaumlöscher sein. Pulverlöscher zerstört euch das gesamte Equipment, was ihr hier habt. Dann könnt ihr dann alles wegschmeißen, wenn in so einem Fall dann da mal Feuer ausbricht. Das will ja sowieso keiner. Aber gut, daran bitte denken. Ein Schaumfeuerlöscher. Was auch noch vielleicht wichtig wäre, ich habe also wirklich hier einen zertifizierten mir gekauft. So teuer war der gar nicht. Der hat bei der Firma Amazon, ich kann es ja ruhig so sagen, bei der Firma, über Amazon hat der mich jetzt 38 Euro gekostet. Also kann man gar nicht sagen. Und der ist abgenommen für 2 Jahre, hat also ein Zertifikat und kann dann wieder abgenommen werden. Hat auch hier so ein Manometer. Nicht, so ein Schaumfeuerlöscher hat ja Druck innen. Haben die, glaube ich, alle, die Feuerlöscher, weiß ich gar nicht so genau. Und der zeigt also hier grün an und daran kann man auch schon sehen, okay, der ist noch in Ordnung. Aber ich werde den alle 2 Jahre überprüfen lassen. Ganz klar. Ich habe weiterhin vor, auf Anregung eines Abonnenten, der mich gebeten hat, hier, ich glaube, es sind nicht nur einer, das sind, glaube ich, 2 oder 3 sogar gewesen, die mich gebeten haben, hier nochmal genauer zu sagen, wie das denn mit dem Schiebetisch hier geht. Dieser Schiebetisch ist ja schon sehr wertvoll. Ich kann praktisch 1,20 Meter breite Platten damit sägen. Und auch hier in dem Weg ist der richtig weit ausfahrbar durch diesen Queranschlag. Und der wiederum, den kann man gut an dem Schiebetisch befestigen. Das, wenn man so will, ist das eine Einheit. Also hierzu wird es, um es kurz zu machen, ein Update geben. Ich habe mir neue Rollen gekauft. Rollen für unten drunter, die sind hier kaputt, die Rollen. Und die sind jetzt ein bisschen größer, die Rollen. Auch ein bisschen stabiler noch. Und dadurch muss ich also die Höhe des Unterschranks etwas verändern. Und naja, bei der Gelegenheit werde ich das dann auch hier seitlich zumachen und überlege auch nochmal genauer, ich bin nach Plänen genau gefragt worden, Aufbauanleitung und so, inwieweit das dann machbar ist, sozusagen auch Pläne zu veröffentlichen. Okay, will nichts versprechen, aber ich gebe mir Mühe, dass das dann auch passieren wird. Und das soll auch nicht mehr so lange dauern. Das war Update Kreissäge. Ich werde dann als nächstes Projekt tatsächlich den Tellerschleifer bauen. Der steht ja auch noch aus, den habe ich auch schon mal angekündigt. Ihr seht ja hier diese alte Ständerbohrmaschine, die nicht mehr so ganz gut funktioniert. Aber da gibt es einen Motor hinten dran und den will ich abbauen und einbauen in einen Tellerschleifer. Ich hatte ja schon mal gesagt, Tellerschleifer kaufen kann man auch für wenig Geld. Aber was ist schon wenig Geld? Also sehe ich jetzt nicht so. Und außerdem macht das irre Spaß, eine kleine Maschine selber zu bauen. Ja, das soll das nächste Projekt sein, dieser Tellerschleifer. So, und jetzt komme ich auf einen weiteren Punkt. Ich habe sehr, sehr häufig schon bei anderen Kollegen von den Produkten von der Firma Heliacare gehört. Und Heliacare, ja, die schreiben sich auf die Fahnen, besonders gute Öle und Wachse und alles Mögliche als Balsam für Holzprodukte für Heimwerker herzustellen. Und interessiert hat mich ja schon und bin ich an die Firma Heliacare herangetreten und das hat nicht, ich glaube, das ist jetzt noch keine Woche her, da liegt hier ein Paket von Heliacare bei mir auf dem Tisch und das mache ich jetzt mal auf. Also ich habe das schon mal hier so aufgetrennt gehabt. Das ist also äußerst, hier ist so ein Produktpapier dabei. Dann haben wir hier noch ein Briefchen. Ja, da steht was zu den Heliacare-Produkten selber und wie man damit umgeht. Wenn ich das so grob lese, ist das so ein bisschen Bedienungsanleitung und auch Erklärung. Dann gucken wir mal hier rein. Sehr, sehr gut verpackt. Da gibt es einmal das Holzpflegeöl. Wie viel ist das? Ich schätze mal 500 Milliliter. Ja, 500 Milliliter Holzpflegeöl. Was haben wir hier? Ah, das ist ein Aufkleber hier. Und was ist das hier? Ah, Gummibärchen. Ja, wie glaubst du das? Gummibärchen. Okay, was haben wir noch? Hier ist dann ein Holzbalsam. Und ein Holzwachs. Ich habe zwar bei anderen YouTubern natürlich schon gesehen, dass sie häufig Heliacare-Produkte einsetzen, aber ich muss gestehen, so richtig auseinandergesetzt habe ich mich damit nicht. Ach, hier ist noch was drin. Guck, hier ist noch eine Ziehklinge drin. Wozu die dann gut ist, ich werde es sehen.
Ja, die habe ich jetzt gekriegt von Heliacare und die werde ich natürlich einsetzen. Und zwar, wenn ich den Tellerschleifer baue, wird ja das Gehäuse aus Holz gebaut werden. Und dieses Holzgehäuse werde ich natürlich mit den Heliacare Öl und was auch immer da jetzt nötig ist, einbalsamieren und pflegen. Was ich im Vorfeld gelesen habe, und das hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, mit Heliacare mal in Kontakt zu treten. Ich habe ja hier vor kurzem, um dann noch mal ein bisschen weiter auszuholen, habe ich ja diese Boxen gebaut hier, diese Werkzeugboxen, zwei Stück. Und die hatte ich dann am Ende mit Leinöl-Firnis, ganz normalem, einfachen Leinöl-Firnis, da steht, glaube ich, Meier drauf, geölt. Ja, und ich muss sagen, also wie lange ist das jetzt her? 3 Wochen? Ja. Und ich muss sagen, die riechen noch immer. Stört mich ein wenig, wobei man jetzt natürlich sagen soll, nicht so empfindlich sein. Aber ja, ich weiß auch nicht, inwieweit, das kann ich jetzt, will Ihnen nichts unterstellen, aber inwieweit das auch schädlich ist, dieser Geruch. Und ja, die sagen bei Heliacare, das Zeug riecht nicht. Ich habe jetzt noch nicht aufgemacht, noch nicht ausprobiert. Wichtig ist ja auch, wie es dann am Produkt sich entwickelt, also am Holzprodukt. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, der mich... Das mal wieder zurück. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, der mich hat aufhorchen lassen. Ihr wisst, dass wenn man etwas mit Leinölfirnis ölt, dann muss man den Lappen oder den Schwamm oder was auch immer da man da benutzt hat, muss man möglichst aus der Werkstatt rausbringen oder so verpacken, dass der Sauerstoff sozusagen da nicht weiter dran kann. Denn beim Aushärten von Leinölfirnis entsteht Wärme. Und die Wärme kann so stark werden, dass der Lappen, den man dann geölt hat, wenn man den unachtsam irgendwo liegen lässt, in der Werkstatt, dass der Lappen sich entzündet. Und zack, hat man den Brand. Brauche ich euch nicht weiter zu erklären. Und die behaupten von Heliacare, dass das hier bei deren Ölen nur ganz vermindert oder sogar gar nicht passiert. Das wäre natürlich nochmal ein Punkt. Wenn man den Werbevideos von denen Glauben schenken darf, warum sollte man das auch nicht glauben, dann härtet der Pinsel auch nicht aus. Das wäre ein Indikator dafür, dass das wirklich nicht passiert. Also das wären wichtige Punkte, wichtige Argumente, mit dem Zeug zu arbeiten. Jetzt ist das so ein bisschen Werbevideo, aber ich will euch natürlich das auch zeigen und nahe bringen, ob das auch wirklich so ist. Nicht? Also ja, und das machen wir dann, wenn das erste Produkt sozusagen mit diesem Heliacare hier verarbeitet wird. Okay, in diesem Sinne, wir sehen uns wieder zum nächsten Video mit dem Bau des Tellerschleifers. Bis dann. Ciao.